Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute wird das Ganze hier etwas schneller vonstatten gehen müssen, denn ja, für unser Format im Hashtag ungeschönt April haben Sarah, Isabel und ich überlegt, dass es ganz cool wäre, wenn wir ein ungeschnittenes, ungeschönt Video hier für euch online stellen, also auch auf ihrem Kanal tatsächlich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und es ist eine 15-Minuten-Challenge, Leute. Also ich habe gleich 15 Minuten Zeit, um ein Full-Face-Make-up zu schminken. Natürlich könnte ich sagen, komm, nimmst du nur Mascara, fertig ist die Laube. Nee, also ich versuche schon auch so viele Produkte wie möglich zu verwenden und das aber jetzt nicht in Hektik ausbrechen zu lassen. Ja, das hier ist die liebe Sarah Isabel. Like Daisy in Spring, sowohl auf Instagram als auch hier auf YouTube. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Ihr Video geht heute um 19:30 online und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das umsetzen wird. Ich bin auch gespannt, wie ich das umsetzen werde. Ich habe hier einiges vor mir stehen, habe das Ganze irgendwie in meinem Kopf schon als funktioniert schon laufen, aber wir müssen einfach mal gucken. Ja, ich verlinke euch alle Produkte in der Infobox. Ich werde natürlich auch ein bisschen dabei reden, aber jetzt nicht so super viel, denn es ist ja gar nicht so unrealistisch, dass man nur in Anführungsstrichen nur 15 Minuten Zeit hat. Und ja, dann würde ich sagen, Alexa, stelle einen Timer auf 15 Minuten. Hallo? Alexa, stelle einen Timer auf 15 Minuten. 15 Minuten ab jetzt. Das fing ja schon mal gut an. Es vergeht die Zeit mit Musik schneller. Möchtest du, dass ich... Alexa, nein! Ein personalisierter Sender wird abgespielt. Alexa, stopp! Die Frau ist ja großartig, ne? Erstmal mich hier zulabern. Also erstmal ein Primer. Das finde ich super wichtig. Natürlich habe ich schon Hautpflege aufgetragen, aber so ein Primer, da kannst du auch nicht ohne, finde ich. Also das sollte man schon verwenden, denn das ist ja auch so eine Art Schutzbarriere, in Anführungsstrichen Schutzbarriere. Das ist ja auch Hautpflege noch mit dabei. Also das ist schon realistisch. Dann kommt der Concealer. Ich habe hier eine etwas andere Reihenfolge drin, als ihr das normalerweise von mir kennt. Ich gehe davon aus, dass die liebe Sarah Isabel komplett nur Concealer verwenden wird. Die wird safe keine Foundation nehmen. Und bei mir wird es gleich auch keine klassische Foundation geben. Ihr bekommt auch, komm, das können wir natürlich noch mit einbauen aktuell, bei Purish 15% Rabatt auf Nabla mit Claudis Welt 15 ist ein Affiliate-Rabattcode. Da verdiene ich auch eine kleine Provision dran. Das ist einfach mein Verdienst, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist schön, wenn ihr darüber bestellen möchtet. Wenn ihr das tut, ja. Genau. Ungeschnitten, Claudi, weißt du Bescheid. Jetzt kommt sogar eine Puder-Foundation. Ich fall vom Glauben ab. Aber die habe ich letztens bei einem Foundation-Test angewendet und mir gedacht, wie schnell funktioniert das bitte? Das ist ja wohl mal der Wahnsinn in Tüten. Du brauchst hier tatsächlich dann auch nicht den Step Puder verwenden. Die Foundation passt farblich richtig gut. Und da kommt auch demnächst, wahrscheinlich nächste Woche, wenn ich in Malaga bin, ist es nächste Woche schon? Wow. Oder über... Nee, nächste Woche ist es schon, ne? Mein Foundation-Test-Video, da teste ich 10 verschiedene Foundations, die jetzt neu in der Drogerie eingezogen sind für euch. Also, falls ihr noch nicht hier mich abonniert haben solltet und zum Beispiel von Sarah Isabel kommt, hi, ich bin Claudi. Ja, hier auf meinem Kanal geht es um Schminken, um Spaß haben, einfach so ein bisschen miteinander abhängen, Leute. Also das ist einfach eine ganz, ja, entspannte Community hier. Abonniere mich sehr gerne, wenn du möchtest und schau dir gerne auch das ein oder andere Video von mir an. Ich würde sagen, dass mein Content recht bunt ist. Hauptsächlich ist es halt Beauty und Unboxings. Gerade in der Adventskalendersaison geht hier die Party ganz hart ab. Da kommen teilweise sogar 2 Videos täglich, wenn ich nicht gerade zwischenzeitlich ein Kind kriege. Ja, schaut gerne einfach mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Ich freue mich über jeden, der meiner Community beitreten möchte und mit dabei sein will. Also das wäre ziemlich cool. Ja, siehste, habe ich jetzt schon das auf... Ist krass, ne? Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich jetzt schon so weit bin. Okay, wichtig ist natürlich auch bei solchen Geschichten, dass man Produkte verwendet, von denen man weiß, dass sie funktionieren. Fun Fact, gleich verwende ich ein Produkt, was ich noch nie verwendet habe. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich hoffe. Also, ich setze da ganz hohe Sachen in Catrice rein, dass es funktioniert. Aber ich denke schon, ne? Ja, wenn ihr sowas machen müsstet, oder welche Fragen stellen, Claudi? Ihr schminkt euch ja auch sicherlich ab und an mal.
Wie lange braucht ihr so für ein Full-Face-Make-up? Und wenn ihr euch morgens fertig macht, welche Steps verwendet ihr so? Welche Produkte verwendet ihr? Was sind so die Sachen, wo ihr sagt, Mensch, Claudi, das ist ein Produkt, das geht super easy, kann ich dir voll empfehlen. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich habe natürlich, das habe ich jetzt auch aktuell, dass ihr das im Project Pan seht, ne? Produkte, die ich immer regelmäßig auch verwende. Aber ich liebe es halt auch durch meine Sammlung so durchzubrödeln. Also, dass ich wirklich mich mit den Produkten beschäftige. Gefallen sie mir, neue Produkte austesten oder All-Time-Favorites verwenden. Und das ist auch so eine Sache, oh, ich liebe es auch total, überhaupt nicht zu wissen, wenn ich jetzt in diesen Raum reingehe, um mich zu schminken. Weiß ich nicht, kommt jetzt am Ende ein Nude-Look bei rum oder wird es kunterbunt? Ne? Das ist so, ich liebe es. Also, das ist vollkommen meins. Das ja, kannst du halt eigentlich nur dann machen, wenn du auch wirklich Zeit hast. Denn wenn ich wirklich so ganz bunte Augenlook schminke, dann brauche ich da auch ein bisschen länger für als nur ein paar Minütchen. Allein für den Lidschattenlook, ne? Das ist halt so, dass man sich da einfach ein bisschen mehr Zeit für nimmt. Und jetzt kommen wir zu dem Produkt, was ich noch gar nicht ausprobiert habe. Wir schauen mal. Das ist ja die Catrice Palette, ne? Mal gucken, wie das so hinhaut. Naja. Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, wenn ihr mir schreiben könntet in die Kommentare, welche Produkte so halt super schnell funktionieren, sehr zuverlässig sind. Da denke ich zum Beispiel auch an das Magic Finish von M. Asam. Da muss ich aber sagen, habe ich heute drauf verzichtet, weil ich eben durch diese Puder Foundation herausgefunden habe, dass ich mir so tatsächlich auch den ein oder anderen Zusatzschritt sparen kann. Und das fand ich irgendwie cooler und deswegen habe ich das auch so gemacht, ne? Ja, so ist das mit allem. So, was sagt 9 Minuten 44? Ich bin gut in der Zeit, Leute. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber es kommen noch die verrückten Schritte tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt erstmal hier mit Antoch. Naja. Und natürlich muss ich auch wirklich zugeben, dass die Vorbereitung dieses Videos sehr, sehr lange gedauert hat, weil ich mich intensiv mit allem Bumsfallera beschäftigt habe. Also ich habe mich wirklich schon Tage im Voraus, dass ich mir überlegt habe, welche Produkte funktionieren denn super schnell bei dir? Und da habe ich auch immer wieder in meinem Kopf dann getauscht. Ne? Also ich hätte eigentlich einen ganz anderen Look schminken wollen, beziehungsweise ganz andere Produkte verwenden wollen, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht die Puder Foundation just mal gerade für mich entdeckt hätte, dass die halt so gut funktioniert. Ne? Und mein Bestreben ist jetzt natürlich auch, dass es am Ende so gut aussieht, dass ich hier auch noch vielleicht das ein oder andere Video mit drehen könnte und mich jetzt nicht so fühle, als hätte ich einfach nur mir irgendwas random super schnell ins Gesicht gehauen. Das will ich nicht. Deswegen achte ich auch ein bisschen drauf, dass der Concealer nicht allzu sehr creased. Das macht er nämlich gerade tatsächlich schon ein bisschen. Puh, und zwischenzeitlich einfach mal kurz einen Schluck trinken. Das muss auch sein, ne? Ja, genau, so ist halt mein alle. Kurz überlegen. Dann mache ich jetzt einfach schon die Schimmertöne drauf. Ich glaube, das macht Sinn. Schimmertöne machen immer super viel aus. Und auch wenn ich gleich einen Eyeliner verwende, was ich wirklich vorhabe, das wird auch nochmal richtig was bringen. Okay, der Schimmerton ist nicht so, wie ich gedacht habe. Schade Schokolade. Das heißt, im Innenwinkel sieht es jetzt etwas kränklich aus. Naja, so hast du es manchmal, ne? Ich hatte eigentlich vorgehabt, jetzt zum Beispiel die Transition Palette zu verwenden von Dominique Cosmetics. Das war so mein allererster Gedanke. Oder von Linda Harberg, die Infinity Palette. Das sind übrigens auch Marken, auf die ihr 15% Rabatt bei Purish aktuell bekommt mit Claudis Welt 15. auf jeden Fall hätte ich das gerne gemacht, aber bei der Transition Palette fehlte mir dann wirklich einfach der Schimmerton. Und ich wollte halt eine Palette haben, die ich wirklich auch für Blush und Bronzer verwenden kann. Ne? Das war mein Wunsch in der ganzen Hinsicht. Und sieht gar nicht so furchtbar aus, wie ich dachte. Und genau. Und bei der Transition Palette hätte ich, wie gesagt, noch einen Highlighter dazu gebraucht. Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, nehme ich mal eine Palette, wo du einfach total beschränkte Auswahl hast. Das macht die ganze Sache nämlich auch ein bisschen leichter. Und irgendwie auch eine kleine Challenge, das mit einer Drogeriepalette zu machen, weil da natürlich die Qualität nicht so ist wie bei einer High-End-Palette, ne? Ja, so, dann kommt jetzt so ein bisschen Bronzer drauf, dass wir einfach etwas Wärme reinkriegen. Ist ganz interessant, also für mich vom Hautgefühl auch mit der Puder Foundation, aber da muss ich wirklich sagen, hat Maybelline ein Produkt rausgebracht,
wo ich nicht mit gerechnet hätte, dass ich das mag. Das ist echt aufregend. Und jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, sehe ich gerade. 6 Minuten. Und dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, ziehe ich mir jetzt gleich noch einen Eyeliner oder mache ich nur eben schnell tschak, tschak, tschak Mascara? Ich glaube, ich traue mich und ziehe mir noch einen Eyeliner. Jetzt nicht mit dem Ultra Wing, aber wir schaffen das schon. Ja, und das ist halt so ein ganz neutraler Look jetzt, ne? Das ist dann auch ganz praktisch. Und ich versuche jetzt einfach, dass meine Hände die ganze Zeit machen, während ich rede und sich nicht quasi von mir selbst ablenken lassen. Weil das ist die Krux. Und es tut mir leid, dass ich so wenig in die Kamera schaue. Das sehe ich ja auch selber, dass ich jetzt gefühlt nur im Spiegel abhänge mit meinem Blick. Aber ich glaube, ihr kommt damit klar und wisst ja auch ganz genau, warum ich das so mache. Weil jetzt übers Display zu schminken wäre, glaube ich, nochmal hardcore, ne? Oder wenn ich jetzt blind mich schminken würde. Vielleicht das auch eine Challenge, die wir dann mal so im Laufe des Jahres machen können. Falls ihr Ideen habt, könnt ihr die übrigens sowieso immer in die Kommentare reinschreiben. Da können wir dann schauen, ob wir die dann auch umgesetzt bekommen. Es wird sicherlich dieses Jahr noch ein Make-up-Jenga geben. Dafür müssen wir uns natürlich noch einmal treffen, was wir super gerne auch machen möchten. Das ging jetzt alles gerade halt nicht, weil wegen schwanger, Baby und so weiter und so fort, ne? Und da musste sich das halt mit Julius für mich ein bisschen eingrooven. Aber das ist jetzt so weitestgehend im Flow. Ich muss dann halt nur schauen, wenn wir uns treffen, dass Julius dann auch in Betreuung ist, weil ich habe auch eben mit Schatzi gesprochen, ich kann ihn schlecht jetzt hier mit in den Raum packen, wenn ich die ganze Zeit rede, denn wenn ich rede, redet Julius mit und er liebt es. Und ich meine, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, soll er ja auch, ne? Kommunikation ist ja auch wichtig, aber das ist dann natürlich kontraproduktiv für ein Video. Aber es kommen sowieso ständig auch seine Omas und Opas hier vorbei. Da hat er ja allerhand von. Und das finde ich auch immer sehr, sehr charmant. Und dann lässt sich das Ganze auch ein bisschen besser verhackstücken. So, Eyeliner. Ich traue mich. Was soll der Falschgeiz, ne? Ja, eigentlich hätte ich gerne einen kleineren Spiegel, der etwas handlicher wäre. Aber das habe ich jetzt vergessen. Ich könnte jetzt eigentlich auch den von der Lidschattenpalette nehmen, ne? Na, das mache ich gleich. Ja, genau. Und da werden wir auf jeden Fall Make-up-Jenga hier spielen. Da freue ich mich mega drauf. Ansonsten haben wir für Halloween natürlich einen Halloween-Look in Planung. Und ansonsten schreibt gerne, was ihr euch wünschen würdet. Was ihr dann an uns beiden auch sehen möchtet. Was, welche Challenge wir bewältigen sollen. Das würde mich echt mal interessieren. Wir sind beide ja sehr kreative Leute, das heißt, Ideen gehen uns in dem Sinne ja nicht wirklich aus. Aber es heißt ja auch nicht, dass wir nur noch dieses Jahr in Anführungsstrichen das machen. Also wir möchten ja gerne das Format auch so lange weitermachen, wie es nur geht. Und da sind wir für jede Idee, die ihr uns auch mit an die Hand gebt, für jeden Wunsch, den ihr äußert, wirklich dankbar. Und ja, lassen uns da gerne auch von der Community leiten. Denn zum Beispiel Make-up-Jenga haben wir damals ja auch gemacht, weil sich das gewünscht worden ist und ist dann auch zu etwas geworden, was wir super, super gerne machen, also echt cool. So, ganz gleichmäßig sind die beiden Schützeleins hier auch nicht, ne? Das ist natürlich die Gefahr des Ganzen, dass ich jetzt hier anfange zu korrigieren. Oh je, Mini. Jo, die sind einfach vollkommen außer Rand und Band hier, ne? Wow, ich habe noch 2 Minuten und 45 Sekunden. Ah! leichte Panik, Leute. Die Mascara. Wimpern biegen ist jetzt einfach mal nicht drin. Vor allem ist hier jetzt auch die Schwierigkeit für mich. Ich möchte das Ganze ja nicht in einem Stummfilm hier machen und euch Musik einblenden, ne? Ich möchte euch ja auch ein bisschen was dazu erzählen, jo. Also die 5D Lash Wow Mascara ist eine Mascara, die ich euch wirklich auch empfehlen kann, wenn es schnell gehen muss. Die sieht etwas martialisch aus mit diesem großen Bürstchen. Aber das ist eine sehr zuverlässige Geschichte. Das heißt, auch wenn ihr euch viel drauf haut, ist die nicht am Klumpen. Das ist auch nochmal viel, viel wert. Ich sehe auch, dass ich voll geschmiert habe. Uiuiui. Was passiert halt, wenn du es mit dem Finger machst, ne? Ah, so langsam werde ich nervös. Anfangs dachte ich, ah, das kann alles wohl funktionieren. Und jetzt ist so, ah,
Aber es ist nur noch die Mascara. Und dann habe ich noch einen Lippenstift, den ich natürlich gerne auftragen möchte. Wie lange habe ich noch? Eine Minute 30. Ach, du ahnst es nicht. Stumme Schreie. Hier kann ich jetzt natürlich nicht den Ultra Mascara Wabawum Aufschlag machen, wie ich das normalerweise mache, weil ich jetzt nicht so die Zeit dafür habe und dann so intensiv dran gehen kann und langsam hochziehen kann. Ich kann euch mal einen Short verlinken, da habe ich euch das gezeigt, wie ich das normalerweise mache. Aber da nehme ich mir dann auch tatsächlich ein paar Minuten für Zeit, um das so hinzukriegen. Das geht jetzt natürlich nicht, das heißt, ich muss jetzt mit diesem Ergebnis leben. Eine Minute habe ich noch. Wer auch immer das ist, kann noch ein bisschen warten, hoffe ich. Geil, 30 Sekunden hätte ich jetzt theoretisch noch. Wow! Also ich könnte noch nachbessern. Oh, ich habe kein Augenbrauen-Highlight. Das muss ich noch organisiert bekommen. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Alexa, stopp. Okay, wow. diese 15 Minuten gehen gerade so schnell rum. Wahnsinn! Okay, ich habe meinen Schmuck unten vergessen. Das ist jetzt... Nee, Quatsch, ich habe meinen Schmuck nicht unten vergessen. Doch, meine Ringe habe ich unten vergessen. Aber ich habe meine Ohrringe um, weil ich habe eben Julius gewickelt. Deswegen habe ich keine Ringe. Egal, interessiert ja auch keinen. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft und es sieht gar nicht mal so verrückt aus. Und ich kann damit das Haus verlassen. Ich kann damit noch weiter Videos drehen. Leute, sag doch mal. Ich bin gerade voll stolz. Die Augenbrauen, ja, sind ein bisschen asymmetrisch, genauso auch der Eyeliner-Wing, aber das siehst du auch nur, wenn du ganz genau hinschaust. Ansonsten hat das Ganze ein bisschen weniger Deckkraft als sonst, ne? Weil ich mich ein bisschen weniger um meine Base kümmern konnte, als man das so normalerweise gewohnt ist. Aber ich sehe aus, als hätte ich schon so ein bisschen länger gebraucht. Ich habe durchaus Looks geschminkt, wo ich anderthalb, zwei Stunden dran saß, die nicht so aussahen. Wahnsinn, ich bin jetzt super gespannt, wie gut Sarah Isabel das Ganze hingekriegt hat und ob sie ihr Video dann auch tatsächlich, also ob sie die Challenge geschafft hat und das Video dann auch ungeschnitten, ungeschönt hochladen kann. Ich denke schon, denn sie ist ja auch ein absoluter Profi und ja, Leute, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen ungeschönt Videos. Schaut gerne mal dort vorbei. Hier mein neuesten Upload auf dieser Seite. Nach Quatsch. Sarah Isabels Video und Sarah Isabel findet ihr auf dieser Seite. Schaut da einfach super gerne mal bei ihr vorbei. Ja, ihr Lieben. Ich habe euch ganz andere Sachen um mich herum verlinkt, als ich gesagt habe, ne? Aber egal, ihr schafft das schon, ihr findet euch hier zurecht. Lasst es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!